Ja, ja. Schweigen, eigene Zeigen, das reine Leiden, der Zeiten vergeigen. Was ist und bleibt noch innerlich Gedanken und an dem erlicht, ich würd's euch zeigen. In Form von hieroglyphischen Zeichen, Schmiedes und Darben wollten auch nur daran fallen. Leider keine geistige Heile, stürzen sich die Pfeiler und verletzte Leiber häufen sich zu Berge. Während Doktoren im Bachelorstudio nur ein Quäntchen der ganze Wahrheit lehren. Und Theologen glauben selbst nicht mehr an Gott. Oh Schrott, wie soll's denn sein, wenn's nicht mehr kann? Das reine Sein spricht im Rätsel, die Vergangenheit verweht und liegen nur die Nähte, Fäden ziehen sie in der Manege. Der Hintergrund rückt hinterm Hintergrund. Und mischst du dich da ein, kriegst du dein Hintern bunt. Ich sorg für intern Grund, doch auch das bleibt nur eine Stelle hinterm Komma klar. Das Leben ist kein Sommertag, sondern eher wie ein Donnerschlag. Du, gib mein Stift und Blatt Papier und meine Seele wird frei. Keine herkömmliche Heilung, doch das geht mir marsch vorbei. Wobei es die Fassade ist, die meine Lehre bricht. Bring ich's auf den Punkt, wenn meine Seele spricht. Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der Vergangenheit für ihn. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der vergangenen Beduinen. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Die Fassade bricht. Mein Herz schlägt wie die Brandung, vollkommen in Verwandlung, rein durch Handlung. Mein Geist ist wie ein Ummantlungsgeschoss durch die dunkle, kalte Straße der Verzweiflung und den Gestank der Verweilung im Wissensdurst. Doch noch nie war die Wahrheit so rar, sogar bei den Sumerer war schon so viel so klar. Die Seele wird vergessen, in Zeiten von Wirtschaftsinteressen dementsprechend. Geht es nicht nur um den Ursprung des Jungbunds, sondern um den Unschwung und Gunst der Unsum. Wer schafft denn auch sein Pensum? Wer bleibt gesund bei dieser drastischen Verrenkung, ne geistige Versenkung? Es ist doch echt um bei so viel Nahrungsverächtung. Stellen wir uns das selber in Rechnung. Und bin ich auch kein Mathe-Genie, geht die Rechnung nicht auf. Das klappt nie. Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der Vergangenheit für ihn. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der vergangenen Beduinen. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Die Fassade bricht. Universale Sprache des Imperiums. Nicht alles, was gepriesen wird, ist Premium. Stell es an den Pranger und krieg die Mäulerlust gerissen vom Kriterium. Berge vom Bilder, aller Bilder Berge, hohe Köpfe ohne Gewissen machen herber Ärger. Ein Rückschlag, Illuminati letztes Stück im Akt. Fuck, weil sich die Bitch gebückt hat, es nicht gerafft und lässt sich selbst ergänzlich unerdrückbar und abfuckt. Bis zum Grundabsack, die Wahrheit ignoriert mit der Fassade illuminiert als monogames Auge im Bermuda-Dreieck. Sieht alles mit runter, will's begraben und bis dahin soll's getragen. Doch wer soll es denn ertragen? Bin schon vor Jahrtausenden Schaman der machtsüchtigen Erlagen und bis heute dessen Wissen ohne Kompromisse für mehr Erträge auf den Strich geht. Hä? Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der Vergangenheit für ihn. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Augen auf, ein Bild der Götter. Das Gold aus dem Ruin der vergangenen Beduinen. Augen auf, die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nur noch ein Stück und die Fassade bricht. Und die Fassade bricht.